Ich habe ein halbes Jahr täglich auf Twitch gestreamt und das kam dabei raus. Bevor ich euch die ganzen Statistiken zeige, dachte ich mir, ich sag erstmal was über mich. Im November sind schon ganze 5 Jahre, die ich auf Twitch live bin. Auf dieser Seite könnt ihr nachgucken, für jeden einzelnen Streamer, seit wann er schon streamt, wie viele Zuschauer, welche Spiele. Ich habe 2019 damals angefangen gehabt und habe ganz viel COD gespielt. Wie man hier beobachten kann, ist meine Passion für das Stream immer mehr geworden. Hab angefangen, 3-mal die Woche zu streamen. Da habe ich ein kurzes Päuschen mal gemacht. So, dann hatte ich immer noch 4 Päuschen gehabt, so 3-mal die Woche. 2021 sieht man schon ein bisschen mehr gefüllte Kästchen, weil ich da noch mehr Spaß gefunden habe natürlich. Mehr Leute kamen rein und da habe ich erst richtig entdeckt, wie sehr mir das eigentlich Spaß macht. Nur so kurz als Randinfo, ich habe von 2019 bis 2023 Februar habe ich in 4 Schichten gearbeitet, heißt also ich habe 7 Tage die Woche gearbeitet, jedes Wochenende gearbeitet, außer eins im Monat, hatte ein Wochenende im Monat frei gehabt, ansonsten früh, spät, Nachtschicht, durchweg alles gemischt gehabt, da sind natürlich dann die Streamzeiten immer unterschiedlich ausgefallen. Dann im Februar habe ich schon meinen Job gewechselt, wo ich dann nur 5 Tage die Woche arbeite und nächstes Wochenende frei habe. Ja, und 2024 dachte ich mir, komm, ich liebe das so sehr, das Streaming, und ich liebe es übertrieben, es macht mir so Spaß, mir Sachen auszudenken. Ich werde einfach mal gucken, wie es jetzt ist, jeden Tag live zu gehen. So gesehen habe ich schon am 13. Dezember angefangen gehabt, jeden Tag live zu gehen, habe es bis jetzt schon durchgezogen. Die meiste, die ich auf Twitch verbracht habe, war mit Call of Duty. Knapp danach kam Rainbow Six. Ich habe auch zum Beispiel, wenn Call of Duty Releases sind, habe ich mir eine Woche freigenommen, habe immer komplett gegrindet. Also ich bin auch ein guter Multiplayer-Spieler. Auf jeden Fall habe ich immer versucht, in die Top 100 zu kommen. Da bin ich also auch ganz oben mit dabei, was jetzt Multiplayer angeht, Warzone jetzt nicht. Mein Ziel ist es, davon da immer mal leben zu können, weil es einfach so schön ist und ich liebe es, Leute zu unterhalten, Leute zum Lachen zu bringen, Leute abzulenken von dem Alltag. Darauf hustle ich halt hin gerade momentan und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, halt jeden Tag zu streamen. Das sind meine Statistiken vom 1. Januar 2024 bis zum 2. Juni 2024. Wie man sehen kann, im Durchschnitt 14 Zuschauer, 3598 Follower, wo auch Bots dabei sind, Leute, keine Sorge, da sind auf jeden Fall Bots dabei. 1053 Abonnenten, das können keine Bots sein. Dankeschön, geht raus an alle. Ja, und die Einnahmen sind natürlich dann auch sehr schön. Ich freue mich über alles, was hier reinkommt. Vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen. Bei 837 gestreamten Stunden. Und dieser Monat hat meine Twitch-Karriere, sag ich mal nochmal, um das Doppelte geschubt. Zu verdanken habe ich es Valorant auf Konsole. Und dieser Monat hat echt sehr, sehr viel, einen sehr, sehr dicken Schub gemacht mit 830 Followern. 600 Follower innerhalb von 3 Tagen gemacht. Und das ist für einen kleinen Streamer unbeschreiblich. Die Kästchen, die am hellsten sind, sind die Kästchen, wo du am meisten Zuschauer hattest. Das hier waren wirklich meine besten Zuschauerzahlen nach so vielen Jahren Stream, immer zu durchschnittlich 10, 15 Zuschauern. Würde ich es empfehlen, jeden Tag zu streamen. Als kleiner Streamer, ich würde sagen, es kommt darauf an, was für eine Person du bist. Ich zum Beispiel, ich mache gerne YouTube-Videos, liebend gerne, aber es ist nicht dasselbe. Weil wenn ich streame, unterhalte ich Leute und sehe direkt die Reaktion von denen. Ob die es gut fanden, nicht gut fanden, ob es lustig war, nicht lustig, und das liebe ich. YouTube ist erstmal so eine Sache, du setzt dich hin, machst dieses YouTube-Video, schneidest es, lädst es hoch und dann musst du erstmal ein bisschen warten auf eine Bewertung. Wobei aber YouTube, TikTok, Clips sehr gut bei deiner Twitch-Karriere zum Boosten helfen können, was ich noch nicht irgendwie rausgefunden habe, wie man es macht. Ich habe keine Ahnung. Obwohl ich auch schon seit über 5 Jahren TikToks hochlade. Ich habe es immer nicht verstanden. Meiner Meinung nach kann ich viel mehr Leute on-stream besser unterhalten. Und es macht mir auch viel mehr Spaß. Das muss halt jeder für sich selber entscheiden. Wenn du wirklich ganz von Null anfängst, würde ich sogar sagen, mach Twitch. Klar, fang an zu streamen. Vielleicht nicht täglich. Und wenn ja, wenige Stunden. Mach Clips davon, lad die hoch. Mach YouTube-Videos, lad die hoch. Weil so kannst du am schnellsten groß werden mit weniger Arbeit. Ich habe damals lang gestreamt, sehr viel Zeit investiert, wo kaum welche reinkamen. Aber ich bin trotzdem jetzt hier, wo ich bin. Also wenn du es wirklich willst, kannst du es schaffen, egal wie. Ich hoffe, ich habe euch ein paar kleine Tipps gegeben oder ein bisschen Einblick von Leuten, die schon länger streamen oder so. Oder auf jeden Fall von mir, der schon länger streamt. Schreibt gerne eure Meinung zu dem Ganzen in die Kommentare. Ich würde mich wirklich freuen. Vielleicht schaut ihr bei meinem Twitch-Kanal mal vorbei. Ich werde den hier irgendwo einblenden, denn ich bin ja täglich live. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Peace.